Einen herzlichen Dank zunächst mal an die Organisatoren vom Bürgertreff Markkleeberg. Ich finde es ganz toll, dass es so ein Forum gibt hier in Markkleeberg, dass Sie sich da die Mühe machen, Menschen zusammenzuführen, um verschiedene Themen zu diskutieren. Und Themen haben es so an sich, die in der Politik angesiedelt sind, dass sie natürlich auch kontrovers diskutiert werden können, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Und genau deshalb ist es auch umso wichtiger, dass man sie eben offen angeht, dass man sie auch überparteilich angeht und dass man den Dialog sucht, genau da, wo auch das Klima besonders belastet ist. Bei gewissen Themen ist es ja mehr, bei anderen weniger. Und gerade beim Thema Frieden, Russland-Beziehungen, habe ich immer wieder feststellen müssen, dass das Diskussionsklima da einigermaßen belastet ist. Aber noch viel stärker ist es der Fall beim Migrationsthema. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns dieses Thema nicht aus der Hand nehmen lassen von der Politik und auch nicht von den Medien, sondern dass wir das Recht immer wieder einfordern, darüber ganz offen zu reden und eine ganz offene Sachanalyse anzustreben. Aber wir müssen uns auf jeden Fall auch klar machen, dass diese Thematik sehr komplex ist und dass es ganz verschiedene Blickwinkel gibt. Es gibt den Blickwinkel der Migranten, es gibt den Blickwinkel der aufnehmenden Bevölkerung, es gibt den Blickwinkel der Wirtschaft, die auf Suche nach günstigen Arbeitskräften ist. Es gibt den Blickwinkel der Kultur, weil ja auch verschiedene Kulturen mit verschiedenen Wertesystemen aufeinandertreffen. Also es hängen sehr viele Dinge da miteinander zusammen und es ist einfach wichtig, dass wir uns das zunächst mal klar machen und dann eben auch entsprechend die verschiedenen Ebenen betrachten. Und es geht darum, im Prinzip, das ist für mich so eigentlich die Essenz jetzt nach jahrelanger Beschäftigung mit diesem Thema, es geht in erster Linie darum, dass wir momentan an einer Schwelle stehen, wo wir wirklich letztendlich immer mehr von globalen Zusammenhängen betroffen sind als Menschen, noch viel stärker heute als wie zum Beispiel in den 70er Jahren. Und wir deswegen natürlich auch viel mehr gefordert sind, diese komplexen Zusammenhänge globaler Natur, europäischer Natur zu verstehen und damit überhaupt auch beurteilen zu können und von daher auch natürlich von Politik und Medien eine entsprechende Antwort auch einzufordern. Wenn wir diese Themen nicht in ihrer Komplexität verstehen, dann laufen wir immer Gefahr, ganz einfache Lösungsvorschläge aufzutischen, die uns dann irgendwann wieder auf die Füße fallen. Entweder die Forderung No Border, No Nation, also es darf keine Grenzen geben, jeder darf reinkommen, wie er will, ohne dass ich die Konsequenzen letztendlich zu Ende denke, die das hat. Oder auf der anderen Seite alle Ausländer raus und Abschiebungen als einziges Mittel. Und auch das würde uns natürlich schwer auf die Füße fallen, weil wir als Deutschland mit unserem heutigen Wirtschaftssystem eben auch nicht eine Insel der Glückseligen sind, sondern wir beziehen Rohstoffe aus aller Welt, wir verkaufen unsere Produkte in alle Welt. Also das heißt, wir brauchen letztendlich neue, faire, transparente Regelungen des Miteinanders in der Welt, die einfach den verschiedenen Realitäten und Bedürfnissen gerecht werden und die natürlich auch gewissen Grundbedürfnissen der jeweils beteiligten Völker und Individuen auch gerecht werden. Also wir akzeptieren auch alle, dass es zum Beispiel beim Fußball ganz klare Regeln gibt und dass wir auch Mechanismen brauchen, um deren Einhaltung überprüfen zu können. Ansonsten wäre es kein faires Spiel. Und ähnliche Regeln müssen wir auch anstreben im Bereich der Migration. Aber dafür müssen wir zuerst mal das Spiel überhaupt verstehen. Das Spiel in Anführungsstrichen natürlich. Ja, ich habe Ihnen zuerst mal ein paar ganz grundlegende Einsichten in die Migrationsthematik hier in dieser Folie zusammengefasst. Migration findet statt in einem gewissen Kräftefeld. Da gibt es abstoßende Faktoren, sogenannte Push-Faktoren. Es gibt Pull-Faktoren, das sind anziehende Faktoren,
Das sind mal die zwei wichtigsten Paare von Faktoren, die Migration beeinflussen. Und Push-Faktoren vertreiben quasi die Einwohner aus ihrem Herkunftsgebiet. Sie treiben sie davon. Mangelnde Wohlstandsperspektiven in der Heimat kann eine Größe sein, die relevant wird. Krieg, autoritäre Herrschaftsstrukturen, strukturelle Diskriminierung von gewissen Minderheiten mag ein Grund sein, aber auch sogar Strafverfolgung. Wer in seinem Land Strafverfolgung unterliegt, wird auch geneigt sein, sein Land möglichst zu verlassen und woanders Unterschlupf zu finden. Also es gibt ein ganz unterschiedliches Set von Faktoren, was Menschen zum Verlassen ihrer Heimat anregen kann. Starkes Bevölkerungswachstum bei mangelnder Absorptionsfähigkeit, zum Beispiel des Bildungssystems, wenn jemand kaum Chancen hat zu studieren oder wenn jemand trotz Studiums kaum Chancen hat, einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden, mag das ein Push-Faktor sein. Pull-Faktoren ziehen Migrationswillige an und das Image, das kann auch teilweise eine Illusion sein, des Zielgebietes eben einen leichteren Zugang zu Wohlstand zu bieten, ist natürlich ein starker anziehender Faktor. Das kann sein, dass man sich vielleicht erhofft, leichter Reichtum zu erzielen, auch mit Arbeit. Oder es kann bei manchen auch natürlich der Anreiz sein, der durch soziale Sicherungssysteme gesetzt wird. Das merkt man innerhalb der Europäischen Union, dass da entsprechend der Attraktivität der sozialen Sicherungssysteme dann auch die in den Schengen-Raum strömenden Migranten entsprechende Länder bevorzugt aufsuchen, weil das natürlich ein Faktor ist, der für einen Migranten ganz klar zählt. Dann die Überwindbarkeit von Grenzen, das heißt, gibt es ein Angebot von Schleppern oder davor noch, funktionieren Grenzen nicht mehr, weil ein Staat wie Libyen zerstört wurde, in diesem Fall durch NATO-Bombardements, völkerrechtswidrig, mit Folgen bis heute, dann werden Grenzen natürlich leichter überwindbar und natürlich auch ein unwirksames Rechtssystem. Also das heißt, wird das illegale Überschreiten einer Grenze nicht mehr geahndet, dann regt es natürlich auch dazu an, eben die Grenzen zu überwinden. Dann die demografische Entleerung des Zielgebietes, und dann noch die Einladung zur Ersatzmigration. Dieser Begriff stammt von der UNO, Replacement Migration. 2001 wurde da ein Dokument veröffentlicht, wo den Staaten empfohlen wurde, die eben letztendlich dem demografischen Wandel unterliegen, im Sinne von sehr geringen Geburtenraten, dass sie doch eben ihren Bevölkerungsschwund ausgleichen sollten durch Immigration, durch Bestandserhaltungsmigration, wurde es dann im deutschen Dokument ersetzt, aber es ist letztendlich auch ein Faktum, der natürlich wahrgenommen wird in den Herkunftsgebieten. A, dass tatsächlich auch angeworben wird. Es gab zum Beispiel erst vor wenigen Monaten wieder eine Zeitungsanzeige in Ägypten, wo es hieß, dass 1,8 Millionen Stellen in Deutschland offen seien und eben jeder Migrant willkommen sei. Also das heißt, es gibt da auch Kräfte, die aktiv eben dann werben und sagen, da werden Fachkräfte gebraucht, da werden junge Leute gebraucht, die Gesellschaft überaltert. Das ist also auch ein Pull-Faktor. Dann die Kettenmigration sagt letztendlich etwas darüber aus, wohin die Migranten strömen. Wer schon eine Ankerperson hat in einem Zielland, wird geneigt sein, auch dorthin zu migrieren, weil der Mensch natürlich einfach soziale Bindungen sucht, er braucht auch die Unterstützung dessen, der schon vor Ort ist, der Informationen hat, der einem Unterschlupf geben kann oder einem Hilfestellung geben kann. Und das Ganze kann natürlich auch institutionalisiert werden, wie es geplant ist im Dublin IV-Abkommen, wo in Zukunft, so ist der letztendlich Entscheidungsstand im Europäischen Parlament mit Unterstützung fast aller Parteien, dass die Person beim Übertreten der Grenze des Schengen-Raumes, beim Zutritt zum Schengen-Raum definieren kann oder sagen kann, behaupten kann, ohne es belegen zu müssen, ich habe einen Verwandten in diesem und jenem Land und dann ist dieses Land zuständig für die Bearbeitung dieses Asylverfahrens. Das heißt, man legt es dann in die Hände
der Menschen selbst und damit verstärkt man noch die Tendenz zur Kettenmigration. Ob danach dann Umverteilungsmechanismen, wie es ja die Europäische Kommission anstrebt, überhaupt je zum Greifen, zum Tragen kommen, ist sicherlich eine Frage der Schmerzhaftigkeit des Drucks, der dann von der Europäischen Union angewendet werden würde. Aber zunächst mal fördert man damit auch die Massierung eben von Migranten in einer bestimmten Region. Ja, wichtig ist auch, Migration ist nicht in erster Linie die Migration derer, die die Ärmsten sind einer Gesellschaft, sondern es findet da tatsächlich ein gewisser Selektionsprozess statt. Wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass das Anwachsen einer Mittelschicht letztendlich dazu führt, dass diese Menschen überhaupt auch ökonomisch in die Lage gesetzt werden, dass auch das Vorhandensein von Verkehrsmitteln, modernerer Verkehrs- und Kommunikationstechnologie die Möglichkeit von Migration erleichtert. Und so ist es interessant zu sehen, dass unter den 10 am schnellsten wachsenden Ökonomien der Welt immerhin 6 afrikanische Länder sich befinden. Und von daher auf der einen Seite dieses Argument, es gibt keine Wohlstandsperspektiven, durchaus zum Tragen kommen kann bei einzelnen Personen. Ich habe das auch in Interviews selber festgestellt. Das ist für einzelne Migranten tatsächlich ein Argument. Es gibt aber auch andere Migranten, die hatten schon ein eigenes Unternehmen oder hatten eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus und waren eigentlich schon in der Mittelschicht angekommen in ihrer Gesellschaft und hatten dadurch dann erst die Möglichkeit bekommen und haben sich gesagt, okay, in Europa kann ich noch weiterkommen oder ich kann meinen Kindern eine bessere Ausbildung bieten und ich verkaufe das jetzt und investiere eben in die Reise nach Europa. Und das ist dann eben nicht die Bevölkerungsschicht, die in diesen Ländern in der schlimmsten Situation ist, also zum Beispiel jetzt Insassen von UNHCR-Flüchtlingslagern in Nigeria, die teilweise wirklich so stark unterversorgt sind, dass sie unter Mangelernährung, Fehlernährung leiden. Über meinen Doktoranden aus Nigeria, der jetzt wieder zurückgekehrt ist nach Ende seiner Promotion, der in solchen Flüchtlingslagern auch arbeitet, dort Hilfsprogramme leitet, habe ich da Informationen aus erster Hand. Und es sind eben nicht die, die in solchen Lagern sitzen, die wirklich schlimm leiden, die sich dann die Reise nach Europa leisten können, sondern es ist in erster Linie die Mittelschicht. Ein Beispiel, das war einfach nur mal eine Facebook-Freundschaftsanfrage, ist dieser junge Mann aus Gambia, der eben 2014 noch in Gambia war, so hat er das selber zusammengestellt in einem Facebook-Post und dann 2015 in Libyen und dann 2016 in Italien. Also das ist, ohne dass ich jetzt Hintergründe zu dieser Geschichte kenne, einfach so ein Beispiel. Es sind auch einfach junge Leute, die sind abenteuerlustig, wollen letztendlich irgendwo das bessere Leben, die Zukunft suchen. Und das ist einfach nur eine Migrationsgeschichte. Es gibt Millionen verschiedener Migrationsgeschichten und Migrationshintergründe. Es gibt natürlich auch Migration, die gesteuert ist, die also nicht nur von der einzelnen Person betrieben wird, sondern die gesteuert wird. Das werden wir jetzt noch im Verlauf des Vortrags an einzelnen Beispielen sehen und diskutieren. Und wir müssen alle diese Facetten von Migration kennen und erkennen, um eben auch entsprechend der Analyse dann auch Gegensteuerungsmöglichkeiten vorschlagen zu können. Wichtig ist, wir haben aus dem Völkerrecht hier der UN-Sozialpakt von 1966 eine Grundlage, die festgelegt hat, dass jedes Volk, das sich ja über eine gewisse ethnische, religiöse, kulturelle Zusammensetzung, Eigenheit selbst definiert und bestimmt, das Recht hat, eben seinen Weg, seine Entwicklung, seine Weiterentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt hier in Artikel 1, das ist also ein grundlegendes Recht, deswegen wird es gleich im ersten Artikel benannt, dass eben die Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben im Wirtschaftsbereich, im sozialen Bereich, aber auch in puncto kultureller Entwicklung. Und es ist ein ganz wichtiges Grundrecht, wenn Völker in einer schwächeren, defensiven Position sind,
Denn dann würde es keiner als gerecht empfinden, dass eine expansive Kultur eine Minderheitengruppe verdrängt, sie ihrer kulturellen Identität beraubt, was aber de facto immer wieder passiert in verschiedensten Konstellationen. Das kann mal eine Bevölkerungsgruppe treffen, die nur in einem spezifischen Land die Minderheit ist und in einem anderen Land vielleicht ein mächtiges Volk darstellt, so wie zum Beispiel in der Ukraine die russische Minderheit, die nach dem Umsturz eben letztendlich in Gefahr war, sogar ihre Sprache zu verlieren, als Amtssprache zu verlieren. Die Medien russischer Sprache wurden verboten. In den baltischen Staaten haben Russen, die nicht genügend Sprachkenntnis in ethnisch, lettisch, estnisch nachweisen können, teilweise das Problem, dass sie als Nichtbürger behandelt werden. Sie bekommen also de facto die Staatsbürgerschaft ihrer Heimatstaaten, wo sie schon seit vielen Generationen leben, entzogen und haben tatsächlich Nichtbürgerpässe. Das sind EU-Staaten und innerhalb der EU gibt es da keinen Aufschrei, keine Kritik. Und trotzdem sind diese kleinen Bevölkerungsminderheiten im Nachbarstaat eine Mehrheit. Also das heißt, das kann es in verschiedensten Konstellationen geben, diese Unterdrückungsmuster. Und wichtig ist eben einfach mal festzustellen, das ist ein Teil des Völkerrechts, dass jedes Volk seine kulturelle Entwicklung auch selbst bestimmen darf. Und auch wir hier in Europa haben natürlich dieses Recht und müssen auch über die Konsequenzen diskutieren, die eben durch die Migration in diesem Bereich entstehen. Und ein Kulturbereich picke ich hier jetzt raus, mit dem natürlich die Beziehungen immer am stärksten auch im öffentlichen Diskurs belastet sind. Sie kennen die Pegida-Bewegung, die ganze kritische Debatte darum, um Rassismus, Ausländerfeindlichkeit. Aber jenseits all dieser Verwerfungen im Diskurs müssen wir einfach mal feststellen, es gibt in verschiedenen Gesellschaften verschiedene Wertesysteme und es ist legitim natürlich, dass eine Gesellschaft ihr Wertesystem herausarbeitet, dem auch folgt, das aufrechterhält. Und es ist nicht legitim, wenn wir von außen intervenieren und sagen, das ist nicht der Weg, den ihr verfolgen solltet, sondern das ist das Recht letztendlich einer Volksgruppe, das auch zu entwickeln. Wir müssen aber auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass gewisse Wertesysteme, wenn sie miteinander in Konflikt stehen, natürlich auch demokratische Mechanismen behindern können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wie in dieser Umfrage vom Pew Research Center, die hochgerechnet wurde auf eben die muslimische Bevölkerung der Welt 2013, 1,1 Milliarde Muslime hinter der Scharia stehen und sagen, eigentlich muss die Scharia als Norm gelten im Rechtsbereich, damit wir unseren Glauben in der Fülle leben können. Und die Scharia in den 4 Rechtsschulen des sunnitischen Islam, zum Beispiel im Bereich Abfall vom Glauben, Apostasie oder auch Wechsel des Glaubens, die Todesstrafe sieht, dann müssen wir das einfach als Problem mal zur Kenntnis nehmen und müssen das zur Diskussion stellen. Auch wenn faktisch es in den wenigsten Staaten so ausgeführt wird, dieses Scharia-Recht, sondern in vielen Schattierungen letztendlich dann umgesetzt wird, ist es Faktum, dass im öffentlichen Diskurs zum Beispiel Pakistans oder Nordnigerias, wo eben die Radikalisierung sehr stark vorangeschritten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, es zumindest in der öffentlichen Meinung durchaus vertreten wird, dass jemand, der eben vom Islam abfällt, die Todesstrafe verdient. Und selbst der Sultan von Nordnigeria hat noch vor wenigen Jahren auch tatsächlich diese Position vertreten und hat gesagt, wir können das zwar nicht gesetzlich so sanktionieren in unserem eigentlich formal säkularen Staat, aber es ist die Aufgabe eben der Gesellschaft, diese Strafe dann zu vollziehen. Und wir haben jetzt folgendes Dilemma. Wenn wir gemeinsam in einem demokratischen System leben, wo wir uns letztendlich über gewisse Aspekte einigen müssen und per Mehrheitsbeschluss entweder eine gewisse Partei wählen oder per Mehrheitsbeschluss in einer direkten Demokratie für gewisse Werte oder Normen uns aussprechen, dann muss die
unterlegene Minderheit das letztendlich auch mittragen können, respektieren können, als eben den Mehrheitsbeschluss. Wenn es aber in ganz unterschiedlichen Wertesystemen verankerte Bevölkerungsteile gibt, die gewisse Grundsätze der jeweils anderen des jeweils anderen Bevölkerungsteils nicht mittragen können, dann ist es ein handfestes Problem, was letztendlich nur sehr schwierig zu lösen ist. Denn man müsste dann fordern, dass die eine oder die andere Gruppe von ihrem Wertesystem letztendlich Abstand nimmt und über Toleranz gegenüber dem anderen Wertesystem dann doch akzeptiert, was die Mehrheit beschlossen hat. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und wir müssen einfach letztendlich Demokratie theoretisch verstehen und uns eingestehen, dass ein demokratisches System nur dann relativ reibungsfrei funktioniert, wenn es eben eine Gesellschaft gibt, die ein ähnliches Werteset teilt und damit auch über grundlegende Fragen sich einig werden kann. Und durch die Migration wird zumindest teilweise geteilten Werte sehr belastet, unter Druck gesetzt. Und können wir die Fragen vielleicht am Ende anschließen? In dem vorigen Bild, ja. Eine Übersetzung, was sind Lashes? Lashes, es sind Peitschenhiebe. Genau. Ja, so Verständnisfragen können Sie gerne kurz einwerfen, wenn es da welche gibt. Dass das Ganze jetzt nicht nur eine Frage ist der religiösen Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung, Scharia, Gerichte sind ja oft außerhalb der staatlichen Rechtsprechung angesiedelt, auch in islamischen Ländern, zeigt die Kairo-Erklärung der Menschenrechte im Islam, die 1990 beschlossen wurde, wo 57 Staaten der OIC beschlossen haben, dass die Menschenrechte, die eigentlich in der Charta der Vereinten Nationen verankert sind und unterzeichnet wurden von allen UNO-Mitgliedstaaten, insofern außer Kraft gesetzt werden für diese 57 Staaten, dass eben die Scharia noch über diesen Menschenrechten steht. Und so heißt es, dass eben auch das Gebot des Lebensschutzes außer Kraft gesetzt werden kann, wenn eben die Scharia es entsprechend verlangt. Und da sehen wir, dass eben letztendlich in der internationalen Gemeinschaft tatsächlich es ein Ausscheren gab von diesem allgemeinen globalen Konsens, dass das Lebensrecht ein Individualmenschenrecht ist, was universell für alle Menschen gilt. Und dieses Ausscheren von 57 Staaten wurde nicht entsprechend sanktioniert, dem wurde nicht entgegengewirkt. Das hat also die internationale Staatengemeinschaft, die UNO, hat es einfach so akzeptiert. Und das ist eigentlich eine sehr ungute Entwicklung gewesen, denn einen Grundkonsens, den die Menschheit teilt in diesem Bereich, der ist unabdingbar. Ja, was jetzt für mich die Problematik ist, ist folgende. Bei der Migration sehen wir momentan eine schleichende, sukzessive Veränderung des Rechtsrahmens. Und mir kam da einfach dieser Ausspruch von Jean-Claude Juncker in den Sinn, der ja tatsächlich gesagt haben soll, dass sie die Dinge eben scheibchenweise beschließen, in den Raum stellen und wenn es dann keinen großen Aufstand gibt, weil die meisten Menschen gar nicht verstehen, was da gerade beschlossen wurde, dann machen sie weiter Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Und da würde ich sagen, wenn es tatsächlich darum geht, wie unsere Gesellschaften auch in der Zukunft gesteuert werden, wie also die Mitspracherechte auch der Bürger gesichert werden können, dann können wir uns das nicht bieten lassen. Dann müssen wir tatsächlich versuchen zu verstehen, welche Prozesse da momentan im Gang sind. Und weil wir hier gerade Jean-Claude Juncker haben, möchte ich da kurz auf die Europaproblematik ansprechen. Die Europaproblematik im Sinne der zunehmenden politischen Integration der EU-Staaten und der Transformation in einen Superstaat. Das ist momentan sehr hoch auf der Agenda der verschiedensten politischen Parteien in Deutschland, aber auch in Europa. Es wird gefordert, man solle wegkommen von der Kleinstaaterei. Wir hätten es zu tun mit großen Konkurrenten wie China, Russland, USA. Und wir könnten als Europa nur dann eben überleben, uns behaupten,
wenn wir einen großen Block bilden würden. Da frage ich mich dann, okay, warum geht es dann Liechtenstein, Schweiz, Luxemburg so hervorragend, wenn die doch immer schon als so viel kleinere Nachbarn von Deutschland überleben mussten? Gut, klar, in der Geschichte ging das auch schon schief, wo Deutschland eben sehr aggressiv expansive Bestrebungen verfolgt hat. Aber das ist für mich kein schlüssiges Argument. Für mich ist der Knackpunkt, die ganz zentrale Frage die, wenn wir Demokratie nicht nur wahren wollen, sondern auch verbessern wollen, sodass eben die Mitsprache des einzelnen Bürgers in den politischen Entscheidungen noch optimiert wird, dass eben neben der repräsentativen Demokratie, die es immer auch geben muss, in wichtigen Fragen aber auch die direkte Demokratie auf nationaler Ebene endlich umgesetzt wird. Sie gibt es ja auf kommunaler Ebene, auf Länderebene, in einzelnen Bereichen. Dann ist es eine Aufgabe, die wir ernst nehmen müssen, diese Demokratie zu wahren und weiterzuentwickeln. Wenn wir jetzt aber sagen, wir höhlen die Nationalstaaten aus, wo die demokratische Kontrolle bislang leidlich funktioniert, und übertragen alle Souveränitätsrechte sukzessive an einen europäischen Superstaat, ohne dass wir uns bislang Gedanken gemacht haben, wie dann die demokratische Kontrolle des Bürgers über diese Gewalt aussehen wird, das ist fahrlässig. Also keiner würde letztendlich es gutheißen, wenn in Deutschland eine neue Diktatur entstehen würde. Wenn aber sowas auf europäischer Ebene passiert und diese Gefahr existiert real, denn wir haben faktisch nicht die Kontrollmechanismen auf europäischer Ebene für die Bürger, wie wir sie bislang auf nationaler Ebene haben. Wir haben zwar ein europäisches Parlament, aber es ist eigentlich kein Parlament, weil ein Parlament Gesetzesinitiativkraft haben muss, qua Definition. Dieses Recht hat zum Beispiel das Europäische Parlament nicht. Und solange diese demokratischen Mitbestimmungsrechte nicht gesichert sind, dürfen wir es nicht akzeptieren, dass die nationale Entscheidungsgewalt und damit auch der Kontrollzugriff der Bevölkerung auf diese Entscheidungsgewalt abgeschafft wird. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den wir unbedingt offen diskutieren müssen. Und diese Frage müssen wir auch jedem stellen, der uns erzählt, wir brauchen mehr Demokratie, wir brauchen mehr Europa, ein gestärktes Europa, Europa ist ein Friedensprojekt. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, Gott sei Dank, seit über 70 Jahren jetzt. Aber die Frage ist ja immer, wie sichern wir die Demokratie für die Zukunft? Wie sichern wir den Frieden für die Zukunft? Und bevor wir da nicht schlüssige Konzepte haben, wie Demokratie auch dann funktionieren kann, wenn sich Spanier mit Deutschen und mit Schweden zum Beispiel einigen müssen über gewisse Gesetze, Standards, Normen, also Ziele, Umverteilung von Wohlstand. Bevor wir diese Möglichkeiten haben, wir uns über Sprachbarrieren hinweg, über verschiedene Wertesysteme hinweg einigen zu können, funktioniert demokratische Kontrolle einfach nicht auf europäischer Ebene. Und für mich liegt da letztendlich ein Stück weit auch die brenzliche Grundfrage bei der Migration. Wir werden dann noch später darauf zurückkommen, aber das ist, wie gesagt, die Folie, vor der ich auch die Migrationsfrage kritisch betrachten will im weiteren Verlauf des Vortrags. Es ist nicht so, dass uns nicht erzählt wurde, was geplant ist in puncto globalem Migrationsregime. Wir haben hier das Beispiel UNHCR Deutschland-Kanal auf YouTube, die Umsetzung der New Yorker Erklärung. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi erklärt da, dass geplant ist, eben solche Pakte für Migration und Flüchtlinge umzusetzen. Und es wurde auch schon im Mai 2017 berichtet. Die Frage ist nur, warum bis zum 5.12., also wenige Tage vor der Annahme dieses Migrationspaktes in Marrakesch, nur 694 Zugriffe zu verzeichnen waren. Also gab es denn da nicht einmal Politiker oder Medienvertreter, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, die letztendlich ein ganz wichtiges Kernthema der nationalen Souveränität für alle Staaten der Welt regeln soll. Das ist also auch Teil dieser Taktik,
dass man zwar kommuniziert, man kann sagen, wir haben das doch schon immer gesagt, wir arbeiten an so einem Prozess, aber es wurde letztendlich hinausgestellt in den Raum, es wurde nicht den Bürgern wirklich erklärt und nahegebracht. Das ist ja eine Bringschuld eigentlich der Politik, der Institutionen, auch der Medien, die Bürger zu informieren. Wenn die Bürger nicht aktiv konfrontiert werden mit einem gewissen Thema, was zur Entscheidung ansteht, dann muss man sich nicht wundern, dass die Bevölkerung nicht Fragen stellt, nicht mitdiskutiert. Das ist also eine Bringschuld der Politik und der Medien und sie wurde missachtet. Hier sehen Sie einen Beitrag, der auch im Mai 2017 online ging, von der Internationalen Organisation für Migration, IOM, die 2016 ein Bestandteil der UNO-Familie wurde. Und da habe ich jetzt einfach mal das Beispiel gebracht eines richtiggehenden Werbefilms für Migration. Da heißt es, also auch in letztendlich Werbung im Hinblick auf den globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration, dass eben Migranten gut ausgebildet sind, dass Migration wünschenswert ist und selbst wenn dann 99% ungefähr der Daumen nach unten gehen, ist es kein Beinbruch für IOM. Das Programm wird einfach weitergefahren natürlich und es wird nicht hinterfragt. Hinterfragt wird zum Beispiel auch nicht, ob dieser Arzt, der durchaus gut ausgebildet sein kann, in seinem Heimatland viel nötiger, viel dringender gebraucht würde. In Afrika ist teilweise die Ärztedichte um ein Hundertfaches niedriger als wie in Deutschland. Wenn Ärzte zum Beispiel auch aus Syrien geflohen sind und dann hier an einem Krankenhaus vielleicht auch einen guten Dienst leisten, dann freut man sich zwar hier, weil man hat sich die Ausbildungskosten eines Arztes gespart von 200.000 bis 300.000 Euro, aber in Syrien fehlt dieser Arzt und man kann es hochrechnen, wie viele Menschen dadurch sterben, dass dieser Arzt geflohen ist. Man nennt dies auch Brain Drain, also den Abfluss von Kompetenzen, von Hirn aus diesen Staaten. Und dieses Abschöpfen des Rahms der Besten aus den Ländern der gesamten Welt hat auch Konzept, ist Programm in manchen Staaten. Die USA haben das am besten ausgetüftelt und schöpfen seit Jahrzehnten letztendlich die Intelligenzia der verschiedenen Staaten der Welt ab, locken sie an ihre Universitäten, bilden sie dort hervorragend aus, integrieren sie dann dort in ihre Wirtschaft. Und jetzt zum Beispiel fängt China an, ganz vehement Druck auszuüben, dass ihre top ausgebildeten Leute, die noch einen chinesischen Pass haben, zurückkommen nach China. Wer seinen chinesischen Pass hat und in den USA lebt, wird seit neuestem doppelt besteuert. Also er müsste schon seinen chinesischen Pass ablegen, dass er nicht noch zusätzlich sein Einkommen in China versteuern muss. Aber es wird ihm auch leicht gemacht, er wird eingeladen, zurückzukehren und in China eben beim weiteren Aufbau der Wirtschaft und der Gesellschaft zu helfen. Und viele Chinesen machen das wohl auch aktuell, dass sie den USA wieder den Rücken kehren. Aber wie gesagt, das ist auch teilweise Programm. Wir schöpfen die Besten ab, ziehen sie an, stärken dadurch unsere Wirtschaft und halten damit natürlich in der Konsequenz auch die anderen Länder immer schwach. Das ist also auch ein Faktum, was wenig beachtet wird in der Diskussion. Und da muss man auch mal eine Lanze brechen für Hannes Hofbauer aus Wien. Das ist ein Mann, der sich selbst als Linksintellektueller einordnet, der das Buch geschrieben hat, Kritik der Migration, die er eben sicherlich auch aus einer etwas verengten Perspektive, aber aus dieser Perspektive sehr wertvoll in die Diskussion mit einbringt, dass die Industrie im World Economic Forum in Davos zum Beispiel sich sehr wohl einig ist, dass Migration deswegen wünschenswert ist, weil immer auch billige Arbeitskräfte benötigt werden, durch diesen Import von billigen Arbeitskräften auch die Lohnspirale wieder weiter gedrückt werden kann. Und dieser Aspekt wird zum Beispiel auch weitgehend ausgespart in der Diskussion. Und da muss man einfach dann sehen, dass eben die Migranten auch teilweise als Verfügungsmasse einfach im internationalen System betrachtet werden und wir eben nicht diese verengte Sicht haben dürfen, dass wir damit den Migranten etwas Gutes tun, den Herkunftsländern etwas Gutes tun, sondern es ist eben eine vielschichtigere Problematik.
Dann ist auch ein wichtiger Aspekt, der leider auch nicht sachlich diskutiert wird. Es heißt ja immer, wir brauchen Fachkräftezuzug nach Deutschland. Und ich frage mich, warum werden Studien ignoriert, wie diese hier schon von 2013, wo ganz klar zu sehen ist, dass vor allem im etwas gering qualifizierteren Bereich von Berufen ein Großteil der Arbeitsplätze gefährdet sein wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und dass einzig und allein im Bereich Führungskräfte, akademische Berufe, der Anteil der gefährdeten, aktuell existierenden Arbeitsplätze etwas geringer ist. Durch die Automatisierung, Roboterisierung, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, die auch im Bereich Steuerverwaltung, egal wo, Einzug halten wird, werden Arbeitsplätze drastisch reduziert werden. Das heißt, auch dieses Argument ist nicht schlüssig. Wenn wir Fachkräfte brauchen, wenn wir auch junge Menschen brauchen, die in unserer Wirtschaft vielleicht fehlen, wenn Ausbildungsplätze teilweise nicht besetzt werden können, dann muss ich angesichts der sozialen Kohäsionsziele, der regionalen Kohäsionsziele innerhalb der Europäischen Union, also das heißt, dass die Lebensstandards angepasst werden, dass es nicht einen ganz reichen Kern in Europa gibt und eine sehr arme Peripherie, dann muss ich doch zuerst mal annehmen und die Frage stellen, warum werden nicht Jugendarbeitslose aus Griechenland oder aus Spanien zunächst mal eben vielleicht hier in Deutschland ausgebildet, wo ein Fachkräftemangel herrscht und dadurch wird jungen Leuten überhaupt erstmal die Perspektive eröffnet, eine gute Ausbildung zu bekommen und dann auch mal wirtschaftlich auf die eigenen Beine zu kommen, eine Familie zu gründen. Wir haben teilweise Jugendarbeitslosigkeit bis zu 60% in Teilen Griechenlands, in Teilen Spaniens, Andalusien. Und stattdessen wird argumentiert, wir brauchen von außerhalb der Europäischen Union die Zuwanderung an Fachkräften. Jetzt werden zum Beispiel aktuell in der Türkei 50.000 Fachkräfte angeworben, die unter 35 Jahre alt sein sollen, das ist ein Kriterium, die im Pflegebereich dann ausgebildet und eingesetzt werden sollen. Und auch da wieder die Frage, warum gibt man nicht zuerst Jugendlichen in Griechenland, in Andalusien die Chance, da vielleicht Bedarf auszufüllen, der innerhalb der Europäischen Union an anderer Stelle da ist. Das würde den, wie gesagt, Kohäsionszielen der Europäischen Union entsprechen. Also auch da scheint es eine andere Agenda zu geben, hinter dem vehementen Bestreben, Migration zu regulieren, zu verstetigen und zu verstärken. Frau Merkel stand ja, das kam dann so sukzessive raus, sehr stark hinter dem globalen Pakt für Migration. Sie hat schon 2016 mit der deutschen Regierung gemeinsam mit Marokko, einem damals noch als unsicher eingeschätzten Herkunftsland, den Vorsitz übernommen im globalen Forum für Migration und Entwicklung. Und sie tröstet letztendlich die Wähler darüber hinweg, dass ja dieser Migrationspakt nicht bindend sei und deshalb stünde Deutschland dazu. Man fragt sich natürlich, warum muss uns dieser Migrationspakt als rechtlich nicht bindend verkauft werden und warum müssen wir dann dazu stehen? Also er wurde ja vehement verteidigt und es wurde ja versucht, ihn ja nicht in den öffentlichen Diskurs zu bringen. In der Ausschussverwaltung im Bundestag wurde der Migrationspakt und der Beschluss des Europäischen Parlaments dazu, ihn zu unterstützen, in die B-Listen einsortiert. Das heißt, die Ausschüsse sollten sich nicht damit beschäftigen, nach dem Motto, nicht relevant für Deutschland. Dann wurde es doch eben eingebracht in die Ausschussarbeit, aufgrund eben des Einwirkens der AfD. Und dann kam die Debatte langsam in Gang. Aber wir haben es auch wieder festgestellt, dann bei den Petitionen, es wurden 57 Petitionen eingereicht und 56 waren zensiert worden und mit starkem zeitlichen Verzug wurde erst eine dann zugelassen. Dann waren die Server oft offline, das heißt, das Zeichnen war kaum möglich. Dann wurde die Anhörung auf Nachannahme des Pakts verschoben. Also man hatte nicht das Gefühl, dass hier die Mitsprache und Information der Bevölkerung gewünscht ist. Eine Petition einzureichen ist aber ein grundgesetzlich verbrieftes Recht des Bürgers. Und es wurde da hintertrieben letztendlich, es wurde behindert. Und man fragt sich, warum?
Ja, was Merkel zum Ziel erklärt hatte, schon im April 2018, als Filippo Grandi, der Chef des UNHCR, des UNO-Flüchtlingshilfswerks in Berlin war, ist: Unser Ziel ist es, illegale Migration zu verhindern und durch legale Möglichkeiten zu ersetzen. Also das heißt, Migration per se wird einfach als wünschenswert, als gut dargestellt, und es wird völlig ignoriert, dass Migration häufig gewisse Probleme zugrunde liegen und dass Migration auch Probleme erzeugen kann. Und das ist letztendlich keine Frage des Geschmacks, ob man diese Probleme betrachten sollte oder nicht. Denn wenn zum Beispiel die NATO faktisch Libyen zerstört hat durch Bombardements und ein bislang stabiles System, wenn auch ein autokratisches, weggefegt wurde und jetzt dort ein Failed State mit Teilen vom Islamischen Staat kontrolliert herrscht, dann müssen wir uns nach unserer eigenen Verantwortung fragen. Wir sind dort Ursache für Migration geworden, und zwar für leidgetriebene Migration. Und diese Fragen werden nicht gestellt, und stattdessen wird eben die Migration als die Lösung aller Probleme betrachtet. Und interessant ist auch zu sehen, dass zunehmend eine gewisse von mir als propagandistisch empfundene Hilfe seitens der Medien mobilisiert wird. So hat zum Beispiel Jascha Munk, ein Politikwissenschaftler mit deutschen Wurzeln in den USA, in den Tagesthemen erst am 20. Februar gesagt, dass er zuversichtlich sei, dass das historisch einzigartige Experiment, eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln, gelingen kann. Ich frage mich, warum wird da offensichtlich nach seiner Ansicht ein Experiment durchgeführt? Und wurden denn die Bürger je befragt nach der Sinnhaftigkeit und nach dem Ziel, dem Nutzen eines solchen Experiments? Und wenn dann Jakob Augstein uns versucht, schmackhaft zu machen, dass wir das bessere Amerika werden könnten, wenn wir eben den neuen deutschen Traum leben würden, in seiner Kolumne hat er das am 9.07.2018 geschrieben, wir müssten uns nur von lieben Gewohnheiten verabschieden, zum Beispiel vom Sozialstaat, wie wir ihn kennen. Sie müssen sich das einfach nur mal vorstellen. Der Sozialstaat als liebe Gewohnheit. Sagen Sie das mal bitte einem Obdachlosen oder sagen Sie das mal bitte einem Rentner, der Flaschen sammeln muss, um irgendwie zu überleben. Sagen Sie das mal den 1 Million Rentnern in Deutschland, die aktuell schon unter der Grundsicherung liegen mit ihrer Rente, die also eine Aufstockung beantragen könnten, das aber aus Scham zum Beispiel nicht tun oder weil sie sich mal Wohneigentum angeschafft hatten in ihrer Zeit, als sie noch gearbeitet hatten und gedacht haben, das ist dann die Absicherung für die Rente, und sie zuerst ihr Wohneigentum verkaufen müssten, um dann erst in den Genuss von Aufstockung zu kommen, erklären Sie denen mal das, dass das nur eine liebe Gewohnheit ist. Also wir sprechen hier wirklich von grundlegenden, notwendigen Absicherungen, die wir uns über Jahrzehnte hinweg eigentlich aufgebaut haben, wo wir uns immer in der gesamten Gesellschaft einig waren, dass das die Grundlage ist, dass man dafür auch, wenn man mehr Einkommen bezieht, exorbitante Steuersätze bezahlt. Im Vergleich zu Konzernen zum Beispiel, die ja teilweise mit 0,5% Steuern davonkommen, während eben ein Gutverdiener über 40% liegt, wenn er sein Geld als Angestellter verdient. Also es ist, wie gesagt, seltsam, da bleiben Fragezeichen offen, warum uns eben dieser Schmelztiegel, diese multiethnische Demokratie so schmackhaft gemacht werden soll. Denn wenn wir nach USA schauen, wo ja eine etwas längere Erfahrung vorherrscht mit diesem Schmelztiegel, mit dieser multiethnischen Demokratie, da sehen wir doch, dass die einige Defizite aufzuweisen hat. So sind zum Beispiel die Städte eben sehr stark räumlich segregiert, fragmentiert. Sie sehen hier in der Bay Area, also San Francisco-Region, und hier in Chicago, wie eben weiße, schwarze, asiatische und Latino-Bevölkerung sich ganz klar in separierte Stadtviertel zurückziehen, konzentrieren. Das heißt, der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert im Ganzen sicherlich nicht so gut,
wie dann innerhalb dieser einzelnen Fragmente dieser Städte funktioniert. Wir sehen das zum Beispiel auch daran, dass eben die Gehälter von der schwarzen Bevölkerung stabil geblieben sind in den letzten 20 Jahren, zum Beispiel, während die der Weißen relativ stark gestiegen sind. Wir sehen es auch daran, dass bezogen auf den Bevölkerungsanteil 6-mal so viel schwarze Bevölkerung in den Gefängnissen der USA sitzt wie weiße Bevölkerung. Das heißt, es gibt da durchaus schwerwiegende Probleme. Die werden aber scheinbar in der Analyse von Jakob Augstein und von anderen Migrationsvertretern, Migrationsideologen, möchte ich gar sagen, einfach ausgeklammert. In der Theorie können wir Haggett folgen, ein politischer Geograf, der ganz klar aufzeigt, ein Staatsgebiet weist letztendlich auseinanderdriftende Kräfte auf, wenn es unterschiedliche Sprachen gibt, starke Minderheitengruppen, die nach Unabhängigkeit zum Beispiel streben, und dass eben eine gemeinsame Sprache eine gemeinsame lange Kulturgeschichte zusammenschweißt. In der Schweiz haben wir das Beispiel, wo es zwar verschiedene Sprachen gibt, aber eine gemeinsame lange Kulturgeschichte die Bevölkerung trotzdem zusammenschweißt. Und wo ein Normenset gefunden wurde, wo trotz der Verschiedenheit der Sprachen und auch gewisser kultureller Schattierungen einfach ein Grundkonsens da ist, dass zum Beispiel direkte Demokratie ein wichtiger Wert ist und dann ein Gemeinwesen auch hervorragend funktionieren kann. Aber es ist eben einfach so, dass der Staat, der ja von einem Territorium abhängig ist, sich aus einem Territorium konstituiert und sich aus einem Staatsvolk konstituiert, eben natürlich in seinem Bestand unter Druck gerät, je mehr die Bevölkerung homogenisiert wird, in puncto Sprachen, in puncto Wertesystem, in puncto ökonomischer Leistungsfähigkeit. All das setzt die Existenz eines Staates unter Druck und gefährdet natürlich auch die Möglichkeiten, gemeinsam demokratische Entscheidungen zu treffen und mitzutragen. Von daher die These, die ich jetzt in den Raum stellen möchte: Hinter der massiven Förderung von Migration steckt eventuell das Interesse, die Nationalstaaten auszuhebeln, obsolet zu machen, sie mit Problemen zu konfrontieren, die sie als Nationalstaat alleine nicht mehr lösen können, und damit den Hebel anzusetzen, um argumentieren zu können, wir brauchen jetzt die Regulierung auf größerer Ebene, und zwar in den Vereinigten Staaten von Europa. Einem Bundesstaat, einem Superstaat, der eben die Souveränität der einzelnen Nationalstaaten aufsaugt und übernimmt. Das ist meine These, die ich in den Raum stelle. Dafür wäre Migration, Heterogenisierung der Bevölkerung nützlich. Ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, in Marrakesch mit dabei sein zu können, als der Migrationspakt angenommen wurde. Ich hatte die Akkreditierung für den Medienbereich bekommen und konnte mir von daher aus der Nähe ein Bild machen, wie dort letztendlich verhandelt wurde, sofern überhaupt noch verhandelt wurde. Es war eher eine Feierlichkeit zur Annahme dieses globalen Pakts für Migration, wo sich gewissermaßen die Elite eben der internationalen Gemeinschaft getroffen hat und wo man schon auch versucht hat, Stakeholder, also Repräsentanten der Zivilgesellschaft, mit einzubinden, die aber natürlich alle auch pro Migration ausgerichtet waren. Und das Ganze wurde sehr schön inszeniert, da wurde also richtig eine kleine künstliche Stadt aufgebaut, die natürlich nur mit streng überwachten Sicherheitsschranken zu überwinden war. Und auch künstlerisch gestaltet, hier die Migranten, die wie Wanderer beim Sonntagsausflug unterwegs sind, in beiden Richtungen migrieren. Also eine gewisse Romantisierung letztendlich der Migration war da schon festzustellen, wie sie eben auch im Pakt selbst und in seinem Text dargestellt wird. Angela Merkel war die wichtigste Regierungsvertreterin, die dort war zur Annahme des Pakts. Und auch das zeigt wieder, dass eben sie selbst sehr stark hinter diesem Projekt stand, dass es ihr eigenes Herzensanliegen war, das durchzubringen. Und ich vermute, dass sie daraus auch einen Nutzen ziehen können wird, denn sie hat jetzt 154 Staaten hinter sich, die den Pakt angenommen haben und die sie letztendlich als
wirklich eine der großen Heldinnen feiert, die eben dieses Migrationsregime, so wird ein globales Regelsystem genannt, ein Regime mit befeuert hat, mit unterstützt hat, mit ausgearbeitet hat. Und wer weiß, vielleicht werden wir sie im Sessel des UNO-Generalsekretärs am 01.01.2022 wiederfinden. Das würde sich direkt anschließen an das Ende ihrer Legislaturperiode, die aktuell läuft. Sie hätte auf jeden Fall die Stimmen der meisten Staaten der UNO schon sicher. Ja, in der Essenz ist es tatsächlich so, Migration wird positiv dargestellt. Es werden auch Regelungen vorgesehen, dass Medien, die kritisch berichten über Migration, Fördergelder entzogen bekommen sollen. Dann wird die Migration als Lösung auch der Probleme in Herkunftsländern betrachtet. Das ist gleichlautend auch vom Tenor her im Flüchtlingspakt, dem parallel verabschiedeten Pakt. Und die Migranten sollen vollen Zugang zu nationalen Sozialsystemen bekommen und die volle Gleichstellung in den verschiedenen Bereichen wird angestrebt. Dass die nationalen Sicherungssysteme nur dann funktionieren, wenn wir eben eine berechenbare Gruppe von Einzahlern haben und eine berechenbare Gruppe von Nutznießern haben, ist ein Faktum, was kein Mathematiker widerlegen kann, was nur eben die Politiker meistens ausklammern. Auch Sarah Wagenknecht hat das öfters festgestellt, dass eben der Sozialstaat auf der Grundlage des Nationalstaates basiert und ohne ihn nicht denkbar ist. Das ist auch wieder einfach eine rein rechnerische Sache, keine Frage von Großzügigkeit oder Geiz. Laut Bundesregierung ist der Pakt nur politisch verbindlich, aber wir wissen, dass natürlich politische Verbindlichkeit auch irgendwann rechtliche Verbindlichkeit bedeutet, denn es ist Aufgabe der Politik, eben Recht zu setzen. Das geschieht eben nicht direkt durch die UNO. Die UNO kann kein Recht setzen, was direkt für den Bürger in Deutschland gilt. Das kann höchstens noch die Europäische Kommission, wenn sie eine Verordnung verabschiedet, so wie die Datenschutzgrundverordnung. Die kam direkt aus Brüssel und am Bundestag vorbei hat sie Gültigkeit erlangt für den Bürger. Die Europäische Kommission kann aber auch über den Rat eine Richtlinie beschließen, die dann eben dem Nationalstaat den Rahmen setzt, der dann national in einer gewissen Zeitspanne in Gesetz umgesetzt werden muss. Und das könnte jetzt natürlich kommen, dass die Europäische Union eine Richtlinie beschließt, die eben die Leitplanken setzt für ein nationales Einwanderungsgesetz oder Fachkräftezuwanderungsgesetz oder wie dann auch der Name oder der Zuschnitt immer sein mag. Und dann haben wir definitiv die rechtliche Verbindlichkeit und die Europäische Union kann auch Verteilungsquoten irgendwann beschließen. Momentan gibt es noch das Vetorecht, was von gewissen osteuropäischen Staaten hauptsächlich ausgehebelt würde, so ein Vorstoß. Aber wenn da auch das Mehrheitsrecht, die Mehrheitsentscheidung eingeführt würde in diesem Bereich, dann könnte die Europäische Union natürlich auch Druck ausüben auf einzelne Staaten, die sagen, wir haben das aber nicht unterzeichnet, wir wollen da nicht mitmachen, wir haben eine andere Herangehensweise an die Thematik. Sie könnten dann gezwungen werden, könnten bestraft werden mit Entzug zum Beispiel von Fördergeldern. Und schon sind wir in der tatsächlichen faktischen rechtlichen Bindung mit drin. Ja, dieser Pakt, wer ihn mal durchgelesen hat, es ist schwer, das Ganze durchzuhalten bis zur Seite 32. Es wiederholt sich sehr vieles, x-fach. Es ist die Rede zum Beispiel von Grenzmanagementpolitik statt Grenzschutz. Und da heißt es, dass eben ungeachtet des Migrationsstatus eben das Grenzmanagement nicht diskriminierend sein soll, geschlechtersensibel und kindergerecht. Das ist natürlich die Frage, was heißt es dann letztendlich für den Grenzschutzbeamten? Ich war nach Marrakesch, nach der Annahme des globalen Pakts für Migration, noch in Ceuta. Das ist eine der zwei größeren Exklaven Spaniens auf dem afrikanischen Kontinent. Und dort gab es am 26. Juli 2018 einen Sturm auf den Grenzzaun, wo es 612 waren es, glaube ich, Migranten geschafft haben, den Grenzzaun an verschiedenen Stellen gleichzeitig zu stürmen. Und sie haben, das ist eine neue Dimension, auch selbstgebaute Flammenwerfer eingesetzt gegen die Grenzpolizisten und auch
ätzenden Brandkalk. Es gab da also auch Verletzungen von Grenzpolizisten. Und ich habe auch verschiedene dieser Migranten getroffen in Ceuta, habe mit denen dann auch Interviews durchgeführt, habe sie befragt über ihre Motivation, warum sie ihr Land verlassen haben, warum sie und wo sie hinwollen in Europa. Und das war recht interessant, da auch mal eben Gesichter dann dazu zu sehen, zu dieser Nachricht, die am 26. Juli 2018 hat aufhorchen lassen. Interessanterweise hat Marokko, die marokkanische Regierung, nach diesem Vorfall ganz massiv durchgegriffen, hat alle Camps von solchen Migrationswilligen auf der marokkanischen Seite in den Wäldern dort verstreut, gewaltsam geräumt und hat also viele hundert Migrationswillige, wenn nicht tausende, die Zahlen werden wir natürlich nie genau erfahren, in den Süden des Landes gebracht mit Bussen und sie dort dann quasi ausgekippt und dort mussten sie sich dann halt wieder durchschlagen. Wichtig war, dass eben keine solchen Bilder wieder auftauchen an der Grenze, bevor der Migrationspakt in Marokko angenommen wird. Das ist das Kalkül, mit dem hier vorgegangen wurde. Ich habe dann verschiedene Interviews durchgeführt am Grenzzaun von Ceuta mit Grenzbeamten auf der spanischen Seite und auch auf der marokkanischen Seite und habe letztendlich von daher versucht, auch die Problematik zu verstehen und die Grenzbeamten haben gesagt, es ist für sie unerklärlich, was da gerade in Marrakesch diskutiert wird. Es entspricht nicht ihrer Realität, ihrem Auftrag, den sie an der Grenze haben. Und sie fragen sich, wie das Ganze in der Zukunft umgesetzt werden soll. Für mich ist die Frage, warum solche Pakte global gesetzt werden, wenn sie nicht mit der Realität abgeglichen werden, a, in den Herkunftsländern der Migranten, b, in den Zielgesellschaften der Migranten und c, natürlich auch im Bereich Grenzschutz, sei es auf dem Meer, Küstenwache oder sei es Grenzschutz an den anderen Landaußengrenzen des Schengen-Raums. Die Tagesschau hat zwar informiert über den UN-Flüchtlingspakt, der dann ganz schnell, ohne große vorherige Debatte, auch aus dem Köcher gezogen wurde. Kurz bevor der Migrationspakt angenommen werden sollte, hieß es auf einmal, ja, der wird jetzt auch in New York dann schnell angenommen werden von der UN-Vollversammlung. Es hieß dann, beide seien rechtlich nicht verbindlich. Und auch da würde ich sagen, das ist nicht besonders hilfreich, diese Information, denn der Bürger muss natürlich darüber aufgeklärt werden, wie wird überhaupt Recht gesetzt, dass das eben ein Kettenprozess ist. Darüber müssten sie aufklären. Sie haben aber aufgeklärt, dass Resettlement, das heißt die Umsiedlung von Flüchtlingen, hier sprechen wir jetzt nicht von Migranten, sondern von Flüchtlingen, die aus einer gewissen Notsituation heraus geflohen sind, wie Krieg oder Naturkatastrophe, dass Resettlement eben ein Teil dieser Vereinbarung ist. Wenn wir noch später genauer reinschauen, wie das denn aussieht. Und es hieß auch in der Tagesschau-Meldung, dass eben die Flüchtlinge in den Gastländern leichter an Ausbildungsplätze und Jobs kommen sollen und Flüchtlinge wie Einheimische gleichermaßen gefördert werden. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wichtig ist festzustellen beim globalen Pakt für Flüchtlinge, der da im Windschatten schnell hinterhergeschoben wurde, die rechtliche Bindung kommt, sie kommt einfach nachträglich. Die Bekämpfung der tieferen Fluchtursachen wurde zwar benannt, aber sehr einseitig wurde der Blickwinkel drauf gelegt. So heißt es zum Beispiel Klima, Wandel natürlich, Umweltzerstörung, Naturkatastrophen und an einer Stelle heißt es mal Konflikte verhüten. Aber wenn zum Beispiel die Weltbank prognostiziert, dass bis 2050 es 86 Millionen Klimaflüchtlinge in Subsahara-Afrika geben wird, die natürlich nicht in Richtung Indien, auch nicht Richtung Südamerika, sondern vornehmlich Richtung Norden, Europa unterwegs sein werden, sofern die Zahlen zutreffen, das wird hier letztendlich in letzter Konsequenz nicht richtig ausdifferenziert. Was bedeutet das? Gibt es auch Alternativkonzepte? Wenn Sie zum Beispiel recherchieren zu Wüstenbekämpfung in China, dann finden Sie ganz interessante Dokumentarfilme, die zeigen, wie es China geschafft hat, die Wüstenbildung nicht nur zu stoppen, sondern sogar umzukehren. Es wird jetzt mittlerweile in China schon sehr erfolgreich seit Jahren Wüstenland
desertifiziertes Land wieder rückgewonnen für die Landwirtschaft. Und so will China seine Probleme intern lösen, des Landfluchts aus dem westlichen China, wo es eben sehr trocken ist, ins östliche China, ins Küstengebiet, wo sich die Bevölkerung eh schon sehr stark massiert. Das heißt, diese Möglichkeiten gäbe es theoretisch auch, dass man eben die Desertifikation, die Wüstenbildung auch in Afrika eindämmt, dass man da Hilfe leistet. Aber dieser Ansatz wird einfach gar nicht thematisiert. Es heißt wieder einfach, Migration ist dann die automatische Folge und wir müssen das auch akzeptieren, dass eben der Klimawandel als Fluchtgrund in Zukunft ja als legitim betrachtet wird. Während ja bisher laut Genfer Flüchtlingskonvention 1951 die individuelle politische Verfolgung oder auch religiöse Verfolgung eigentlich Voraussetzung für das Gewähren von Asyl ist. Und dann heißt es in diesem Flüchtlingspakt auch, es sollen robuste Regelungen zur Lastenteilung aufgestellt werden. Und robust heißt im politischen Bereich immer, dass es eine gewisse Sanktionierung gibt. Bei Auslandseinsätzen, zum Beispiel auch der Bundeswehr, heißt es, es kommt auch zum Waffeneinsatz. Und es wird zum Beispiel dann auch als Übergangsformen zur Neuansiedlung werden humanitäre Visa genannt, die eben leichter und schneller mal erteilt werden, aber sie sollen letztendlich eine dauerhafte Lösung dann erbringen, die eben letztendlich faktisch die Umsiedlung ist. Und dann ist auch noch interessant, dass die Privatinitiative sehr in der Bedeutung angehoben wird in diesen beiden Pakten. Das heißt, es werden nicht nur zwischen Regierungen Vereinbarungen getroffen, sondern es wird auch ganz klar gesagt, auch private Akteure, das können Einzelpersonen sein, das können Kommunen sein, die werden direkt benannt, es können auch Firmen sein, zivilgesellschaftliche Gruppen sein, werden als Partner erachtet und ihr Beitrag soll maximiert werden in der Umsetzung dieses globalen Pakts für Flüchtlinge. Das heißt, es wird auch der Druck steigen, darauf zu akzeptieren, wenn eben gewisse zum Beispiel Industriezweige ein Interesse hätten, Migranten aus gewissen Ländern aufzunehmen und sie nachweisen können, sie können die jetzt anstellen und schaffen da Arbeit für die, dass dann die Regierungen natürlich in einer schwächeren Position sind, sich so einem Anliegen zu widersetzen, weil es ja von den Regierungen in diesem globalen Pakt vereinbart wurde. Dies könnte aber gegen das Interesse der einheimischen Bevölkerung sein, die vielleicht sagt, ich würde ja gerne in diesem Industriezweig weiterarbeiten, aber ich fordere und deswegen streike ich und gehe ich auf die Straße, dass ordentliche Löhne bezahlt werden, mit denen ich hier auch nur überleben kann. Wenn Sie da jetzt zum Beispiel die Sparte Müllabfuhr vergleichen mit der Sparte Pflegedienste, dann hat es bei der Müllabfuhr bislang funktioniert, die Löhne wurden einfach so angehoben, dass der Beruf attraktiv ist zum Geldverdienen, dann wird er auch gemacht. Der Pflegeberuf ist als Beruf selbst sehr viel attraktiver und hat ein sehr viel höheres Prestige in der Gesellschaft, aber wurde so schlecht sukzessive bezüglich der Bezahlung abgewertet, so stark abgewertet, dass eben viele den Beruf nicht mehr erlernen, beziehungsweise wer ihn erlernt hat, aufgrund ökonomischer Zwänge ihn vielleicht hinter sich lassen muss und im anderen Bereich arbeiten muss. Das heißt, hier ist es auch kritisch einfach zu betrachten, dass die Privatinitiative letztendlich als Partner mit eingebunden wird. Das hat auch potenzielle Nachteile, weil eben die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung entsprechend auch ausgespielt werden können gegen die Bedürfnisse der Industrie und der Migranten. Ja, und die Rückkehr der Flüchtlinge, so heißt es an verschiedenen Stellen im globalen Pakt für Flüchtlinge, darf nur freiwillig erfolgen und nur nach Einzelfallprüfung. Selbst wenn die Ursache für Flucht, zum Beispiel Bürgerkrieg oder ein zwischenstaatlicher Krieg, behoben wurde, ist das kein hinreichender Grund anzunehmen, dass Freiwilligkeit jetzt existiert und dann diese Gruppe wieder zurückgeführt werden kann. Das hebelt natürlich die Entscheidungsgewalt und die Souveränität der Zielländer massiv aus. Ja, dann ist auch die Frage angesichts von aktuell tatsächlich, das sind offizielle Zahlen, 400.000 untergetauchte Personen in Deutschland, wo also ihr Aufenthaltsort nicht bekannt ist. Stellt sich die Frage, wie viel können wir geben auf diese Zielsetzung, eben dass Kämpfer, Kombattanten, also sprich auch Terroristen, an den Grenzübergängen schon ausgesondert werden sollen oder sobald wie möglich nach der Ankunft
Im Einklang natürlich mit den entsprechenden Schutzgarantien. Schutzgarantien für wen, für was, bleibt offen. Es ist tatsächlich eine Sicherheitsgefahr. Geheimdienste haben schon 2015 gewarnt, dass mit den Migrationsströmen aus dem Nahen Osten nach Europa rund 2% auch terroristische Kämpfer eingesickert sein könnten. Es gab Aufrufe des Islamischen Staats an die eigenen Kämpfer, Syrien zu verlassen Richtung Europa mit den starken Migrationsströmen über die Balkanroute. Wir wissen von vielen noch gar nicht, ob sie Terrorist sind. Von manchen wissen es wir und haben kaum eine Handhabe, letztendlich da einzuschreiten, die zurückzuschicken, solange sie keine Straftat begangen haben. Aber diese ganzen Probleme, wie gesagt, werden ausgeblendet. Es gibt keine vernünftigen, verlässlichen Lösungen, die die Staaten bisher, die die EU, die die Grenzschützer da anbieten können, um uns zu garantieren, dass da nicht irgendwas passiert, was gegen das Interesse der Bevölkerung ist. Hier bei dieser Grafik sehen wir zuerst mal die Gesamtschutzquoten. Die liegen bei Syrien sehr hoch, also Anteil der Asylberechtigten in Prozent der Antragsteller, und in Eritrea ebenfalls sehr hoch. Syrien ist zu ca. 80% befriedet, je nachdem, ob man es nach Fläche betrachtet oder Bevölkerungszahl betrachtet oder ob man die Kurdengebiete als befriedet betrachtet. Aus der Sicht natürlich der syrischen Regierung ist es besetztes Gebiet. Aber bei Eritrea ist klar, es gibt einen Friedensvertrag zwischen Eritrea und Äthiopien seit Mitte 2018. Aber es gibt keinerlei Konzept der Bundesregierung, wie eben eine Rückführung auch von Flüchtlingen und Migranten in die befriedeten Herkunftsländer stattfinden könnte. Denn der Schutzgedanke wird ja ad absurdum geführt, wenn ich nicht annehme, dass nach Behebung des Fluchtgrundes natürlich auch wieder eine Rückkehr in die Heimat ansteht, gefördert wird. Denn irgendwann sind ja dann auch meine Kapazitäten erschöpft, irgendjemand Neues zu helfen. Also es ist ja geradezu auch eine moralische Verpflichtung, um weiteren helfen zu können. Es ist auch eine Verpflichtung gegenüber dem Herkunftsland dieser Migranten. Also Karzai zum Beispiel in Afghanistan hatte in seiner Amtszeit immer wieder gefordert, schickt die Flüchtlinge bitte wieder zurück, wir brauchen die. Die Fittesten sind mehrheitlich gegangen. Wir haben kein Konzept dafür. Und das ist beklagenswert. Das wird auch in den Medien nicht thematisiert. Das wird nicht eingefordert. Ich habe ein Konzept mal in die Diskussion eingebracht und habe gesagt, wenn wir humanitäre Aspekte tatsächlich in den Mittelpunkt stellen, unserer Hilfe, dann müssen wir nach dem Näheprinzip helfen. Das heißt, wir müssen schauen, wo entsteht die Not und wie können wir in möglichst großer zeitlicher Nähe helfen. Also bevor es Hungerkatastrophen gibt in einzelnen Flüchtlingslagern, wie es in Nigeria tatsächlich der Fall ist, wie können wir auch in kultureller Nähe helfen? Also das heißt, es wäre wünschenswert, wenn zum Beispiel Saudi-Arabien Flüchtlinge aufgenommen hätte aus dem benachbarten Syrien und nicht vorher in Deutschland bei unter anderem Siemens einen Hightech-Grenzzaun bestellt hätte, um vor dem Ausbruch des Syrien-Konflikts die Grenze hermetisch abzuriegeln. Saudi-Arabien hat dann argumentiert, wir wollen uns nicht die Konflikte Syriens importieren und deswegen haben wir den Zaun gemacht, haben dicht gemacht. Und sie haben Deutschland angeboten, ja, damit ihr besser umgehen könnt mit diesen jetzt vielen neuen muslimischen Migranten, würden wir euch anbieten, 250 Moscheen aufzubauen und zu finanzieren und natürlich auch die mit wahhabitischer radikaler Prägung ausgebildeten Imame liefern, so wie es ja die Türkei auch tut. Alle DTIP-Imame werden ja in der Türkei ausgebildet. Die Ausbildung an deutschen Universitäten, die wir ja an 4 Standorten aufgebaut haben, extra seit Jahren, wird nicht akzeptiert von der türkischen Regierung, wurde jetzt erst beschlossen. Alle Imame müssen in der Türkei ausgebildet werden, selbst die, die in Deutschland geboren wurden. Und warum hilft man eben nicht in kultureller Nähe? Das wäre naheliegend. Saudi-Arabien braucht Arbeitskräfte, importiert sich Millionen Arbeitskräfte aus kulturfernen Räumen in Südostasien, Südasien zum Beispiel. Die ethnische Nähe mag auch ein Argument sein. Viele Menschen fühlen sich wohler, wenn sie im Kontext ihrer Ethnie auch leben können. Das mag jeder für sich selbst beurteilen, aber das ist auch ein Aspekt, der durchaus zum Tragen kommen kann, der wichtig sein kann
für das Individuum. Dann die wirtschaftliche Nähe ist auch ein Kriterium. Es ist einfach schwierig, jemanden, der in einem völlig anderen Wirtschaftssystem ausgebildet wurde, dann in unserem Hightech-Wirtschaftssystem integriert zu werden. Die sprachlichen Kompetenzen kann man oft in einer Generation kaum erlernen. Dann die technische Kompetenz. Wenn schon bei uns teilweise Ingenieure, wenn sie mit 50 arbeitslos werden, kaum noch eine Anstellung finden können, obwohl Ingenieure gesucht werden, dann ist es natürlich noch umso viel schwerer für jemanden, der einfach in einem ganz anderen Wirtschaftssystem mit rudimentär ausgebautem Bildungssystem seine Bildung erfahren hat. Die Hilfe in räumlicher Nähe ist auch etwas, was zu fordern und zu fördern wäre. Denn viele der Migranten, das weiß ich eben aus Flüchtlingslagern im Irak und aus Nigeria, haben ein Interesse daran, möglichst bald wieder auch in ihre Heimat zurückzukehren, sobald sie befriedet ist. Das ist natürlich leichter zu machen, wenn in räumlicher Nähe geholfen wird. 2015 war ich das erste Mal im Irak in Flüchtlingslagern unterwegs, auf einer Forschungsreise mit Schwester Hatune, die dort viele Hilfsprojekte betreibt und die mir den Zugang verschaffen konnte, denn es ist nicht leicht, da als Forscher reinzukommen und auch natürlich die Sprache überhaupt zu verstehen. Da braucht man jemanden, der übersetzt und eine Schlüsselperson, die überhaupt das Vertrauen herstellt, dass die Menschen mit einem reden. Wir haben dort mit vielen Opfern des Islamischen Staats gesprochen, vor allem Jesiden. Das hier war eine Jesidin, die in der Sexsklaverei gehalten wurde des Islamischen Staats. Und Channel 4 aus Großbritannien hat damals gefilmt, ZDF hat es übersetzt und unter dem Titel Flucht aus der IS-Sklaverei gebracht, ist noch auf YouTube zu finden. Und Syrien hat eine Entwicklung durchgemacht, die man durchaus als Befriedungsprozess bezeichnen kann. Es gibt noch Gebiete, kleine Taschen, die vom IS kontrolliert werden. Es gibt noch größere Gebiete, Region Idlib, die von anderen radikal-islamischen Kräften kontrolliert werden. Aber dieser Stellvertreterkrieg, so hat es der Militärgeheimdienst der USA selbst bezeichnet, also nicht ein Bürgerkrieg, wo um die Öffnung des Landes für die Demokratie gerungen wurde, sondern ein Stellvertreterkrieg um Rohstoffinteressen, um geopolitische Interessen, der ist nahezu beendet durch das Eingreifen Russlands an der Seite Irans und der syrischen Armee seit Ende 2015. Und die Frage ist für mich, warum spielt die Europäische Union keine konstruktivere Rolle in der Lösung dieses Konflikts? Wir unterhalten EU-Sanktionen gegen das syrische Volk, das muss man ganz klar so sagen. Und es ist vor allem der ärmste Teil der Bevölkerung. Es sind die Kranken, die Verletzten, die darunter leiden, wenn medizinische Apparaturen nicht gewartet werden können, wenn Traktoren zum Beispiel nicht gewartet werden können, weil die Teile fehlen und diese ganzen Maschinen davor eben aus Deutschland zum Beispiel gekauft worden waren. Diese EU-Sanktionen treffen die Ärmsten der Bevölkerung. Im Irakkrieg, nur zur Erinnerung, oder vor dem Irakkrieg in den 90er Jahren, wurden 1 Million Menschen durch UN-Sanktionen getötet. Das ist also wirklich Krieg. Es ist Wirtschaftskrieg, der trifft die einzelnen Menschen, der hat Tote zur Folge. Und ja, man tut so letztendlich in der politischen Debatte, als gäbe es da kein Problem. Man unterstützt auch die Weißhelme sehr großzügig, auch mit deutscher Entwicklungshilfe im 100-Millionen-Bereich. Es gab Milliarden an deutscher und europäischer Wiederaufbauhilfe, aber ausschließlich für von Rebellen kontrollierte Gebiete, also nicht für Gebiete, wo die syrische Regierung eben die Kontrolle hatte. Interessant ist aber, dass die Bevölkerung aus den Rebellen kontrollierten Gebieten flüchtet in die von der Regierung Assad kontrollierten Gebiete. In der anderen Richtung gibt es so gut wie keine Fluchtbewegung. Ja, aber geholfen haben wir nur in diesen Rebellengebieten. Viele dieser Gebiete wurden mittlerweile eingenommen von der Regierung Assad und es ist nicht bekannt, wo diese Multimillionenbeträge verblieben sind, die da in gewisse Kanäle in den Rebellengebieten eingespeist wurden. Ja, dann waren wir auch unterwegs jetzt nochmal 2018 im Irak und da hatten wir die Möglichkeit zu sehen, wie in Babira in Kurdistan gerade wieder ein Jesidentempel aufgebaut wurde. Der alte ist noch hier, ein Schutthaufen, wurde gesprengt vom Islamischen Staat. Aber das ist ein Symbol des Aufbruchs. Die Bevölkerung glaubt daran, es wird Frieden geben, es ist unsere Heimat, wir bauen das wieder auf. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, so hat man geschätzt, sei schon wieder zurückgekehrt.
In Erbil, in der Hauptstadt Kurdistans, sah man auch eben wirklich die Spuren des Wiederaufbaus und auch des konjunkturellen Aufschwungs. In einem Flüchtlingslager, wo Christen ausschließlich untergebracht waren, haben wir erfahren, dass 90% der Flüchtlinge schon wieder zurückgekehrt waren in ihre Gebiete. Nur nach Mosul war die Rückkehr noch schwierig und oft gab es auch Probleme, so wurde berichtet eben, dass die Rückkehr bedeutet, man weiß nicht, wenn man in sein Haus reinkommt, macht die Türe auf, ob eine Sprengfalle zerfetzt. Teilweise sind die Häuser auch schon eingenommen worden von anderen Bevölkerungsteilen, die dann eben nicht mehr bereit sind, diese Unterkünfte den Flüchtlingen wieder zurückzugeben. Also auch da müsste Deutschland in der Entwicklungshilfe mit Expertise helfen, Räumen von Sprengfallen, Durchsetzung des Rechtsstaats, dass auch Minderheiten wie Jesiden, Christen eben in ihre Häuser wieder zurückkehren können. Und auch hier im Grenzgebiet zur Türkei sieht man ganz klar einen Vergnügungspark, die neu gebaute Straße. Parallel dazu wird jetzt zu dieser Passstraße ein Tunnel momentan gebaut. Also es gibt Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs, den wir durchaus auch begleiten und unterstützen können und wo es auch Rückkehrperspektiven gibt. Und das ist auch ein Anliegen der dortigen Bevölkerung. Hier zwei Vertreter von Minderheiten, die ich gesprochen habe. Baba Sheikh, das religiöse Oberhaupt der gesamten Jesiden weltweit, hat gesagt, die jungen Leute sollen bitte zurückkehren, sonst stirbt unsere Kultur nach 4000 Jahren aus in dieser Region. Die jesidische Bevölkerung wurde schon in der Türkei von 1 Million Angehörigen auf ungefähr 1000 dezimiert, vor allem durch den Genozid an den Armeniern, der ja nicht nur an den Armeniern stattgefunden hat, sondern auch an den syrisch-orthodoxen Christen, an anderen christlichen Minderheiten und an den Jesiden. Auch der katholische Bischof der Diözese Al-Kosh hat gesagt, wir möchten, dass unsere jungen Leute insbesondere zurückkehren, sonst stirbt unsere Religion aus nach 2000 Jahren. Schon 90% der Christen haben seit 2003 den Irak verlassen, nach 2000 Jahren kontinuierlicher Präsenz des Christentums. Und der katholische Bischof hat noch angemerkt, ihr habt ja in Europa nur die Grenzen aufgemacht für unsere Leute, weil ihr billige Arbeitssklaven gebraucht habt. Gebe ich jetzt einfach mal unkommentiert so weiter. Das war seine Sichtweise. Also es gibt da immer verschiedene Sichtweisen auf eine Thematik. Das ist ein Spielzeugladen, der zeigt letztendlich, wie präsent eben Gewalt tatsächlich auch noch ist in diesem Land. Und hier sehen wir symbolisch, dass der Wiederaufbau, da kann man viele Berichte darüber finden aus Syrien, tatsächlich vonstatten geht und dass die Menschen eben Hoffnung haben. Schon seit 2016 gab es UNO-Zahlen, sind da 600.000 Flüchtlinge wieder zurückgekehrt aus Teilen Syriens, aber auch aus dem Ausland im ersten Halbjahr 2016 allein. Und dieser Prozess geht fort und wir können den natürlich theoretisch auch unterstützen, wenn wir eben Syrien eine Chance geben, wenn wir einfach sagen, die aktuelle Regierung des Landes, die auch bei der UNO akkreditiert ist, ist die Regierung Assad, egal wie wir sie finden. Bei Saudi-Arabien denken wir auch nicht lange drüber nach und machen mit ihnen große Waffengeschäfte. Also respektieren wir einfach auch die syrische Regierung, die das Volk gewählt hat. Wir können die Wahlen nicht genau beurteilen, aber es ist momentan die Institution, die eben Wiederaufbau, Wiederherstellung lebenswürdiger Bedingungen für die Bevölkerung überhaupt garantieren kann. Es gibt große Projekte des Wiederaufbaus. Baba Amr war ein Elendsviertel, was zerstört wurde im Krieg. Und es gibt natürlich jetzt einen riesigen Wohnraumbedarf. Und deswegen gibt es eben solche Pläne, dass das dann eben in sehr großen, in hoher Dichte gehaltenen Wohnsiedlungen wieder aufzuziehen. Was ganz wichtig ist, ist noch ein Blick etwas über den Tellerrand Nahe Osten hinaus. Es gibt zu erwartende starke Bevölkerungsverschiebungen in den nächsten 80 Jahren. Bis 2100 reicht hier die Prognose. Und Nigeria, davon wird eben laut UNO-Daten ausgegangen oder wurde 2013 ausgegangen, wird bis 2100 740 Millionen zusätzliche Einwohner haben. 2013 waren es noch circa 185 bis 190 Millionen Einwohner in Nigeria. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2050 schon eine Verdopplung bis 400 Millionen stattgefunden haben wird. Und zugleich sehen wir hier, dass eben die Bevölkerung in
Deutschland, Russland, Japan, aber auch in China durch die Ein-Kind-Politik sehr stark sinken wird bis 2100. Das heißt für uns zweierlei. Zum einen, wir müssen einfach diese Trends zur Kenntnis nehmen. Wir können nicht ignorieren, welche Entwicklungsprozesse sich in Afrika abspielen, denn sie werden uns betreffen. Wir können nicht sagen, es ist deren Not und deren Leid und deren Problem, wenn die Bevölkerung so stark wächst und die Ressourcenlage sich absolut noch verschlechtert, relativ gesehen drastisch verschlechtert durch den Bevölkerungsanstieg. Das ist ihr Problem. Nein, es ist auch unser Problem. Und wenn wir tatsächlich Weltbürger werden wollen und Verantwortung in dieser einen Welt übernehmen wollen, müssen wir solche Prozesse verstehen und müssen zum einen Hilfe leisten, zum anderen müssen wir aber natürlich auch sagen, okay, die Konsequenzen eurer Entwicklung könnt ihr, oder die negativen Konsequenzen eurer Entwicklung könnt ihr nicht bei uns in Europa komplett abladen. Also eine gewisse Eigenverantwortung muss jede Gemeinschaft für sich übernehmen. Und das schließt natürlich nicht aus, dass auch wir unsere Verantwortung für negative Entwicklungen in Afrika tatsächlich wahrnehmen müssen, das erkennen müssen. Aber zum Beispiel muss auch in Richtung Bevölkerungskontrolle, Geburten, Familienplanung, muss Unterstützung geleistet werden. Das kann aber auch zum Beispiel in Form von Bildung geschehen. Es ist nachweislich, dass unabhängig vom Kulturraum mit dem Ansteigen des Bildungsstandes auch die Geburtenraten zurückgehen. Mit der Formalisierung von sozialen Sicherungssystemen wie Rentensystemen geht die Notwendigkeit zurück, eben über viel Nachkommenschaft die eigene Rente abzusichern. Diese Prozesse müssen wir verstehen, denen müssen wir uns stellen. Was wir aber auch auf jeden Fall in Betracht ziehen müssen, ist die Frage, wie gehen wir eben auch mit dem Grenzschutz in Richtung Afrika um in Zukunft? Momentan gibt es da eine sehr stark emotional aufgeladene Debatte, die besagt einfach, wir müssen überall vor der Küste Libyens mit Rettungsbooten unterwegs sein, um alle Flüchtlinge, die eben in See stechen, aufgreifen zu können und auf jeden Fall in Richtung Europa zu retten und nicht zurückzubringen nach Libyen. Das ist sogar Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Da wurde Italien schon 2016 verklagt, weil sie damals eben mit einem Rettungsschiff Migranten aufgegriffen hatten auf hoher See und dann in einen sicheren libyschen Hafen verbracht hatten. Es ist aber faktisch so, dass natürlich das Heranrücken der Rettung immer näher an den 12-Meilen-Bereich der libyschen Küste dazu führt, hier 2014, 2015, 2016, es konzentriert sich immer stärker vor der Küste, natürlich auch als Pull-Effekt wirkt, wie wir es in der ersten Folie gesehen hatten. Und es gibt tatsächlich auch Nachweise schon, dass die NGOs, die Rettungsboote betreiben, kommunizieren mit den Schleppern und ihre Daten durchgeben, wo sie sich befinden, und dann stechen die Schlauchboote in See. Das sind mittlerweile tatsächlich Schlauchboote, es sind eben nicht mehr die Kähne, die man auf der einen Gangsfolie gesehen hatten, also irgendwelche alte Fischerboote, die dann genutzt werden, sondern es sind tatsächlich Schlauchboote, da ist kein Kapitän mehr drauf, sondern ein Flüchtling wird eingelernt, wie er den Außenbordmotor handelt, und diese Boote werden danach aufgegeben. Also das heißt, die werden aus China ganz günstig gekauft, gibt es mittlerweile einen florierenden Handel, die werden einmal genutzt und dann eben aufgegeben. Die Gewinnmarge des Islamischen Staats, der zumindest noch letztes Jahr zu 100% das Schlepperwesen kontrolliert hatte in Richtung Europa, ist natürlich immens. Denn so ein Schlauchboot können Sie für wenige tausend Euro kaufen. Und wenn Sie 100 Menschen an Bord haben, die jeweils 1000 Euro bezahlt haben, und es wäre noch ein sehr niedriger Wert, in Marokko wurde mir gesagt 2.500 bis 3.000 Euro pro Überfahrt, dann können Sie davon ausgehen, dass die eine Gewinnmarge haben, die ist exorbitant. Also von 100.000 Euro sind dann vielleicht 95.000 Euro reiner Gewinn und das fließt dann in den Ausbau des Islamischen Staats. Also das kann auch nicht die Lösung des Problems sein, was da momentan abläuft. Denn je mehr Schlauchboote natürlich auch rausgezogen werden auf offene See, desto mehr steigt dann auch die Anzahl der Toten an. Diese Zahlen von 2018 sind nur bis Juli und sie sind auch tatsächlich niedriger geblieben, Gott sei Dank. Aber wir müssen feststellen, Seenotrettung ist eigentlich das Zurückbringen in den nächsten
oder in das Verbringen in den nächstgelegenen sicheren Hafen, wo eben einfach Leib und Leben geschützt sind. Dass Libyen eine schwierige Menschenrechtssituation aktuell hat, ist zu beklagen, aber das ist auch unsere Aufgabe, eben dort dann die Unterbringung von Flüchtlingen zu überwachen und zu verbessern, das auch zu finanzieren und auch entsprechend Libyen, soweit der Staat überhaupt noch funktioniert, nach unserer Intervention, Militärintervention, auf die Finger zu klopfen, wenn eben Menschenrechte nicht geachtet werden. Aber es kann nicht sein, dass die einzige Lösung für alle Zeit immer nur die ist, dass wir sagen, Seenotrettung kann nur in Richtung eben des deutlich weiter entfernten Europas passieren. Da müssen ganzheitlichere Lösungen her. Und wir aus unserer gerne als sehr erhaben wahrgenommenen deutschen moralischen Warte haben ja oft Australien sehr harsch kritisiert, die diese No-Way-Politik durchgeführt haben. Also dass quasi über den Seeweg kein Eindringen nach Australien möglich ist. Haben es immerhin geschafft, dass es seit Jahren keine Toten mehr auf See gibt. Und wenn Sie diese Zahlen anschauen, mit Tausenden von Toten im Mittelmeer, dann können wir uns dieser Frage nicht einfach entziehen und sagen, das ist aber richtig, wir müssen so weitermachen. Ja, was auch noch ein Punkt ist, den ich für die Diskussion gerne anregen würde, ist der, dass Deutschland die Chance Afrika auch völlig verschläft. Afrika bietet viele Probleme im Wirtschaftsbereich, das ist klar. Es ist schwierig, dort Geschäfte zu machen, Investitionssicherheit zu haben, ein gutes Investitions- und Produktionsklima zu schaffen. Das ist richtig. Aber glauben Sie mir, dass China sicherlich nicht aus humanitären Gründen in Afrika investiert, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Und wenn es die Chinesen können, dann frage ich mich, warum können wir es nicht? Und Investitionen im Wirtschaftsbereich können eben auch dazu beitragen, dass sich Volkswirtschaften entwickeln, dass dort Perspektiven entstehen. China investiert zum Beispiel neben dem Energiebereich und Rohstoffbereich auch im Bereich Verkehrsinfrastruktur, auch im Bereich Energieerzeugung. All das kommt natürlich dann auch den Ländern selbst zugute. Und ich frage mich, warum Deutschland als Land, das 10-mal größer ist als die Schweiz, noch hinter der Schweiz abgeschlagen sein muss bei den Direktinvestitionen in Afrika. Also wir müssen da auch in Zukunft stärker verstehen, das ist ein Nachbar, der zählt für uns und wir müssen uns der Probleme, aber auch der Chancen dort annehmen. Es gibt sicherlich Win-Win-Situationen, die muss man mobilisieren. Dann möchte ich, das sind jetzt die zwei letzten Folien, eine Geostrategie anregen für Deutschland. Und dass es deutsche Interessen gibt, ist klar, auch wenn wir nicht drüber sprechen, auch wenn wir sagen, Interessen zu haben, ist schlecht, sie sind da. Und wenn wir als Deutschland keine Interessen wahrnehmen würden, brauchen wir uns nicht einbilden, dass es andere um uns herum nicht täten. Die Welt wird letztendlich gesteuert, getrieben durch Interessen und auch wir haben legitime eigene Interessen, die müssen wir wahrnehmen. Und die sind nicht automatisch deckungsgleich mit denen, der EU bzw. andere Staaten in Europa. Da kann es auch konfligierende Interessen geben. Dann die souveräne Handlungsfähigkeit, wie anfangs diskutiert, Deutschlands sollte so lange geschützt werden, bis eben klargestellt ist, dass die demokratische Kontrolle durch die Bürger auch auf einer gegebenenfalls höheren Ebene noch klappt. Und da dürfen wir uns nicht auf Versprechungen einlassen. Das System muss zuerst funktionieren und dann nutzen wir es. Sie würden sich auch nicht als Versuchskaninchen anbieten, um zum Beispiel ein neues Flugzeug zu testen, was noch nie davor irgendwelche Testflüge gemacht hat, keine TÜV-Abnahme hat. Da würden Sie nicht gerne mitfliegen. Und genauso ist es auch da. Wir geben einfach ein laufendes, einigermaßen funktioniertes demokratisches System nicht auf, bevor wir nicht garantiert sehen, die Mechanismen funktionieren auch in einem neuen System. Das ist, denke ich, einleuchtend, auch wenn es leider in der öffentlichen Debatte kaum so thematisiert wird. Und dann das Migrationsgeschehen der vergangenen Jahre hat unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt belastet. Das ist in verschiedensten Bereichen festzustellen. Und es hat auch unsere Wettbewerbsfähigkeit belastet. Es ist momentan ein massiver Kostenfaktor und wir befinden uns global gesehen einfach in direkter Konkurrenz mit anderen Staaten wie China, wie USA. Und die Selbstaufgabe ist nicht unbedingt eine Tugend, die lobenswert ist. Wir haben in Deutschland viel Potenzial,
zu bieten. Das sollte auch erhalten bleiben und das sollte auch nach wie vor im weltweiten Kontext eingebracht werden. Es macht keinen Sinn, dass wir uns das selbst nicht schützen und nicht unsere Industrie auch weiter fördern, unsere Fähigkeiten auch zu Problemlösungen in der Welt beizutragen, weiterhin zu forcieren. Dann eine Umkehr des Migrationsstroms würde zunächst mal zu einer Entlastung führen. Das ist eine rein rechnerische Sache. Denn wenn die Zuwanderung insbesondere, und das belegen alle Studien, im Bereich eben niedrig qualifizierterer Arbeitskräfte stattgefunden hat, dann ist es ein pures Rechenexempel, dass eben die sozialen Sicherungssysteme dadurch nicht entlastet, sondern belastet, gedrückt wurden. Und da müssen wir uns einfach fragen, ob das so sinnhaft ist oder ob es eben auch alternative Lösungsansätze gibt. Dann müssen wir aber auch sehen, und das ist jetzt Teil der Vernetzungsstrategie, die ich propagiere, dass Remigranten auch ein gewisses Potenzial besitzen. Wenn wir in die Türkei schauen, sehen wir, dass die Türkei massenhaft Stipendien gibt für junge Leute in den ganzen Turkstaaten Zentralasiens. Diese jungen Leute ziehen sie an, die sollen an einer türkischen Universität studieren, Türkisch lernen, kehren dann wieder zurück und sind die Ansprechpartner, Kooperationspartner für die Türkei in dieser gesamten Region. Dadurch gewinnt die Türkei an Einfluss, hat Handels- Geschäftspartner in diesen Ländern. Ähnliche Potenziale können auch wir uns erschließen durch gewisse tatsächlich auch besser ausgebildete Teile der Migranten, wenn sie zurückkehren in ihre Länder, wenn wir sie dabei unterstützen, dort wieder Fuß zu fassen, wenn sie auch eine gewisse Ausbildung vielleicht mitnehmen, Sprachkompetenzen mitnehmen. Könnten sie zukünftige Partner für uns in der Welt sein, die letztendlich auch für uns einen gewissen Nutzen erbringen können? Und wir genauso auch für sie vor Ort. Also das ist ein Potenzial, was bislang nicht diskutiert wird in der öffentlichen Debatte und was wir auch durchaus sehen können. Frankreich und England zum Beispiel haben als ehemalige Kolonialmächte sehr starke Standbeine in den Ländern Afrikas und Asiens, die sie teilweise auch letztendlich parasitär nutzen. Das ist nicht gut. Also zum Beispiel der CFA-Fonds, der eben Westafrika bindet und dort letztendlich das Absaugen von Wertschöpfung letztendlich auch verstärkt. Das ist keine gute Lösung, aber wir könnten da sogar ein Modell entwickeln, wie eine Kooperation in beiden Richtungen auch positiv und gewinnbringend sein könnte. Das Ganze setzt aber zunächst mal voraus, dass wir unsere militärischen Interventionen und Regierungsumstürze in den Nachbarregionen Europas beenden. Und natürlich nicht nur in den Nachbarregionen, es geht auch darum, dass wir respektieren, dass in Venezuela das eigene Volk das Recht hat, dort ihre Regierung zu bestimmen und entsprechend auch Artikel 1 der UN-Sozialcharta auch ihren politischen Weg bestimmen kann, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist einfach Faktum. Und wenn wir für uns Souveränitätsrechte fordern, müssen wir sie anderen auch zugestehen. Nur so funktioniert letztendlich das internationale System. Dann Stopp von Waffenlieferungen an Konfliktparteien in Herkunftsregionen. Es gibt ganz klare Korrelationen zwischen Waffenlieferungen in den Nahen Osten und dann dem Aufkommen von Flüchtlingsströmen, die letztendlich auch bei uns gelandet sind. Insbesondere dort in den Nachbarländern, aber auch bei uns gelandet sind. Und das müssen wir aufzeigen, erkennen und müssen da einfach Druck machen, müssen als Bevölkerung sagen, an den 0,2% BIP-Wachstum, Wirtschaftswachstum durch diese Waffenverkäufe haben wir kein Interesse, wenn uns das Ganze 1% Kosten danach erzeugt durch die riesigen Migrationsströme. Und nur von den Kosten hier zu reden, ist natürlich wäre respektlos, denn es geht natürlich zuerst mal darum, das Menschenleben der Menschen in ihren Ländern zu schützen. In Libyen sind 50.000 Menschen gestorben durch die NATO-Bombardements und in Syrien sind zwischen 400.000 und 500.000 Menschen schon gestorben durch diesen Stellvertreterkrieg. Und es greift zu kurz, wenn wir das alles Assad anlasten, wer da die Hintergründe kennt. Ja, dann müssen wir EU-Außenhandelsabkommen revidieren, sofern sie eben einfach tatsächlich den Wettbewerb verzerren. Wenn wir so viel Subventionen reinspülen in Agrarprodukte,
dass der afrikanische Kleinbauer mit seinen geringen Produktionskosten nicht mehr ankommt gegen die Geflügelschenkelchen oder Flügelchen, die da in, als Gefrierware aus Europa eingeflogen werden, dann kann das nicht sein. Dass also quasi die Produktionskosten in Europa plus die Transportkosten am Ende für den Verbraucher einen niedrigeren Preis bedeuten, als wie wenn der afrikanische Kleinbauer ein Huhn zuchtet. Das ist Wettbewerbsverzerrung, das ist kein freier Markt, das ist keine freie Marktwirtschaft, das knebelt diese Ökonomien. Und da gibt es viele Beispiele im Fischereiwesen auch, wo letztendlich die Existenz von Fischern zerstört wurde, Arbeitsplätze zerstört wurden, weil eben einfach Fangflotten aus Europa das Geld aufbringen konnten, den Regierungen dort irgendwelche Fischereirechte abzukaufen. Und die Regierungen vertreten dort eben oft nicht die Interessen des eigenen Volkes, sondern des eigenen Geldbeutels und sind von daher leicht anfällig für Käuflichkeit. Und wenn wir das ausnutzen, dann ist das keinesfalls moralisch. Und dann braucht mir auch niemand kommen mit Migration sei ja so gut. Jeder Mensch will zunächst in seiner Heimat bleiben und diese Heimat müssen wir auch eben dort schützen, wo die Herkunftsländer sind. Dann eine massive Aufstockung von Entwicklungshilfe. Ich meine jetzt nicht die oft am Ziel total vorbei angewendete und geleistete Entwicklungshilfe der vergangenen Jahrzehnte. Da war es tatsächlich so, oder bisher ist es oft so, dass entweder sehr technokratische Projekte unterstützt wurden oder dass die Nachhaltigkeit, also die Verankerung der Projekte und die Fortführung nicht richtig konzipiert wurde oder dass gleich direkt die Eliten letztendlich profitiert haben von diesen Geldern. Wenn zum Beispiel Budgethilfe geleistet wird, es werden Hunderte von Millionen Euro einfach in einen Staatshaushalt eingespeist und dann kann dieser Staat frei damit wirtschaften und muss letztendlich nur irgendwelche Berichte abliefern und Papier ist bekanntlich geduldig. Also so darf Entwicklungshilfe nicht aussehen. Sie muss zielgesteuert sein, regional fokussiert sein. Sie muss den Menschen helfen, Arbeitsplätze schaffen, Kompetenzen ausbilden. Also wirklich bedarfsorientiert. Und es muss den Abschluss auch von Rückführungsabkommen geben mit den Herkunftsstaaten. Und da kann es auch nicht sein, dass man sich an der Nase herumführen lässt, wie von einzelnen Staaten, die zum Beispiel das einfach jahrelang verschleppen, dass sie einem Flüchtlingen überhaupt ein Reisedokument wieder ausstellen in der Botschaft in Berlin. Da hat die Bundesregierung scheinbar bislang keine Handhabung. Wenn es eine Botschaft verschleppt, dann ist es halt so. Oder wenn ein Herkunftsstaat sagt, wir nehmen aber irgendjemand Straffälliges nicht zurück, dann ist es halt so. Also da müssen wir natürlich auch eine andere Form des Verhandelns letztendlich ergreifen und müssen da auch eigene Interessen entsprechend vehementer vertreten. Dann ist überhaupt einfach mal wieder zurückzukommen zum eigentlichen Gedanken von Asyl. Asyl ist ein Schutzrecht, was wir unbedingt bewahren müssen, aber es wird geradezu ausgehöhlt dadurch, dass es eben zu einem sehr, sehr hohen Anteil Menschen zugutekommt, die eben eigentlich nicht unter die Definition von Asyl fallen. Also da müssen wir wieder unsere politischen, gesetzlichen Grundlagen so in dieser Richtung erneuern, dass wir wieder zum eigentlichen Schutzgedanken zurückkommen. Und da ist es durchaus auch so, dass eben Botschaften direkt vor Ort dann auch Schutzanfragen positiv bescheiden müssen, wenn sie wirklich plausibel begründet sind und nicht erst der Migrant gezwungen wird, einen Schlepper zu bezahlen und nach Europa zu kommen und dann wird ihm pauschal geholfen, ob er schutzbedürftig ist oder nicht. Ich kenne genügend Beispiele von verfolgten religiösen Minderheiten, die bei deutschen Botschaften angeklopft haben, in Islamabad oder im Irak oder in Syrien, als die Botschaft dort noch funktioniert hat und die abgewiesen wurden, wo keine Hilfe geleistet wurde, die Verfolgungssituation aber ganz klar belegt war. Das darf es dann auch nicht geben. Und wir brauchen dann massive Rückführungsprogramme, einhergehend mit Wirtschaftskooperation. Und diese Rückführungsprogramme, die sollten natürlich vor dem Hintergrund geschehen, dass die Menschenrechte gewahrt werden und dass dort vor Ort auch die Wiedereingliederung ermöglicht wird. Aber es braucht ein klares Regelinstrument, was eben nicht besagt, dass die Migranten wie in den globalen Pakten für Migration und Flüchtlinge alle Rechte haben und die Zielstaaten so gut wie keine mehr, sondern es muss ein
faires Regelset sein, was auch noch im 21. Jahrhundert funktioniert. Ein Regelset, ähnlich wie man sich geeinigt hat, dass das Fußballspiel funktioniert. Da darf es natürlich auch nicht sein, dass es ein unebenes Spielfeld gibt oder die eine Mannschaft immer Rückenwind hat oder Fouls nicht gezählt werden. Und genauso muss es natürlich auch in diesem Zusammenspiel sein zwischen Afrika und Europa. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir haben sicherlich große Probleme, die sich da momentan erst abzeichnen, die aber im 21. Jahrhundert sich noch sehr stark zuspitzen werden. Schauen wir das Problem an, sehen wir ihm in die Augen und diskutieren wir über die besten Lösungen, die allen Menschen und ihren Bedürfnissen gerecht werden. Und wie gesagt, Selbstaufgabe ist nicht unsere Pflicht, aber die Bedürfnisse des anderen Menschen sehen durchaus. Und ich denke, da können wir und da müssen wir für die Zukunft zu verantwortungsvollen und für alle Seiten akzeptablen Lösungsregeln kommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.